kommt dazu. Wunderbar. Hallo und Glück auf. Mein Name ist Katja Schneider. Ich bin... Hallo und Glück auf. Mein Name ist Katja Schneider. Ich bin Bauingenieurin bei der DB Netz AG und im Team der Projektleitung Gramberger Tunnel. Hier neben mir steht, aber am besten stellst du dich mal selbst vor. Mein Name ist Maximilian Schwarz von der AG Erneuerung Gramberger Tunnel, bestehend aus den Firmen Feldhaus Bergbau, Heinz Schnorfeil GmbH und Por Bau. Und wir sind aus welchem Grund hier? Ja, also der Gramberger Tunnel mit seinen 732 Metern ist in die Jahre gekommen. Er ist jetzt über 160 Jahre alt. Die Tragkonstruktion ist abgängig. Er braucht quasi ein neues Gerüst, dass der Eisenbahnverkehr wieder restriktionsfrei durchfahren kann. In den 160 Jahren hat sich auch das Sicherheitskonzept der Deutschen Bahn geändert. So brauchen wir mehr Platz, weil die Gleise weiter auseinander sein müssen. Es müssen Rettungswege rechts und links gebaut werden. Die Nischen sind ja nicht mehr zeitgemäß. Ja, und was machst du hier? Es gibt also viele Punkte, die bearbeitet werden müssen, und dafür sind wir als AG da. Wir haben den Auftrag von der Deutschen Bahn bekommen, dieses Projekt termin- und fachgerecht abzuschließen, und haben da auch einige spannende Bauverfahren für euch dabei, die wir euch gerne im Folgenden vorstellen möchten. Aber was haben wir denn eigentlich bisher gemacht? Es ist ja nämlich schon was gelaufen. Genau. Bevor wir mit dem Vortrieb anfangen, das heißt, bevor wir den Tunnel aufweiten, brauchen wir eine circa 6-wöchige Totalsperrung. Die haben wir jetzt hinter uns. In der Zeit haben wir ein Gleis zurückgebaut und das verbleibende in die Mitte gelegt. Es wird sich anschließend der Vortrieb, und am Ende des Vortriebs werden wir dann wieder eine Totalsperrung haben mit Schienenersatzverkehr, und in der Zeit würden wir dann wieder die zwei Gleise in den neuen Tunnel verlegen. Aber dazwischen und davor passieren natürlich noch viele andere Sachen. Also das ist ja nicht nur der Vortrieb, sondern wir haben auch noch viele andere Themen, eben wie das Ganze drumherum, das wir brauchen, um es bauen zu können, wie die BE-Fläche, wie die Zufahrt. Da hinten ist auch schon einiges gelaufen, läuft auch noch einiges. Und bei lauter solchen Themen möchten wir Sie alle mitnehmen, wenn Sie Interesse haben, das zu verfolgen. Genau. Und wir haben uns überlegt, das ist jetzt so der Anfang einer Informationsserie. Wir würden in der Form Sie gerne informieren über den Projektalltag, würden das Projektteam vorstellen, quasi mit Umweltfachleuten, Bauüberwachung, mit unseren Kollegen, wie wir arbeiten. Wir würden Prozesse irgendwie mal beschreiben, damit man halt mal weiß, was das heißt überhaupt, wir erneuern einen Tunnel, oder was daneben her noch alles läuft. Aber Max, hier arbeitet ihr erst so richtig in ein paar Wochen. Was macht ihr denn jetzt gerade? Gerade sind wir da hinten an der Baustellenzufahrt zugange. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Machen wir. Ja, um jetzt runter zu uns, zu unserem Tunnel zu kommen, müssen wir auch irgendwie von der Straße runterkommen. Ja. Dafür haben wir jetzt diese Spritzbetonwand hergestellt, wo wir den Hang weggenommen hatten. Und genau. In die andere Richtung die Straße zu verbreitern, um eine Wendefläche herzustellen, haben wir Träger hergestellt, um eine größere Fläche für die Fahrzeuge herzustellen. Aber das hat ja eigentlich nicht so viel mit Tunnelbau zu tun, oder? Ja, doch, eigentlich schon, weil das ist auch später die Rettungszufahrt. Also quasi, wir sagen Bahn rechts, also zwischen Lahn und den Gleisen, wird hinten rechts neben dem Ostportal noch der Rettungsplatz angeordnet. Und dann kann die Feuerwehr oder andere Rettungskräfte hier in einem Zug runterfahren. Mhm. Und wenn du weißt, wie die Rampe vorher aussah. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall eine Verbesserung hergestellt. Genau. Sagen Bescheid!
Wie man sieht, sind wir hier nicht im Tunnel, sondern im unmittelbar angrenzenden Altbergbau, der auch ein sehr spannendes Thema ist. Genau, und zwar wurde, bevor der Eisenbahntunnel gebaut wurde, hier Dachschiefer abgebaut. Und um den Tunnel herum, also tatsächlich oberhalb, unterhalb, rechts und links, gibt es solche Abbaukammern, aber auch solche Hohlräume, die wirklich auf den Tunnel gerichtet sind. Und die müssen vor dem Vortrieb verfüllt werden, damit der Vortrieb sicher ist. Aber ich denke, das ist echt ein interessantes und komplexes Thema. Da müssen wir einen separaten Beitrag zu machen. Okay, jetzt waren wir drüben am Ostportal in den Bergbaustollen. Und jetzt sind wir hier am Südportal. Wo später der Vortrieb auch mal rauskommen wird. Also. Genau, also Vortriebsrichtung ist von Ost nach Süd. Mhm. Das ist quasi Ende Projektgebiet. Hat aber auch noch einige spannende Themen zu bieten. Wir sind hier in einem Naturschutzgebiet. Genau. Was insgesamt bei dem Projekt ja, wie schon auch gesagt, ein größeres Thema ist. Ein anderes großes Thema ist die Logistik. Genau, besonders hier kommen wir nur fußläufig oder gleisgebunden hin. Und das hat uns auch so ein bisschen quasi genötigt, auch auf gleisgebundene Logistik zurückzugreifen. Deswegen wird nachts in nächtlichen Sperrpausen immer ein Arbeitszug zum Einsatz kommen, der quasi Baumaterial reinfährt und Erdaushub oder Abbruchmaterial rausfährt. Dazu wird es auf jeden Fall nochmal einen gesonderten Film geben. Genau, weil so eine Logistik ist spannend. Absolut. Interessant. Und auch mal was anderes. Das ist keine Standardgeschichte. Genau. Ja, wir stehen jetzt hier am Ende des Tunnels im Südbereich. Und auch am Ende unseres Beitrags. Genau. Wir hoffen, dass wir einen interessanten Überblick Ihnen geben konnten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf der weiteren Reise begleiten und die weiteren Beiträge auch verfolgen würden. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, welche Themen wir in unseren Beiträgen aufnehmen sollen. Wir sind zu allen Schandtaten bereit. Genau. Glück auf. Ja, hallo! Das war jetzt nicht schlecht. Das hat jetzt gut funktioniert. Fand ich auch.